Thank you.
Katharina, apreciada familia Funk, amigos, participantes en este acto de despedida del señor Gerhard Funk. En Salmo 90, versículo 1, leemos que Dios es nuestra fortaleza eternamente. Y esto les queremos dar esta palabra, dar de consuelo, que Dios, el Dios de la Biblia, es nuestra fortaleza, donde todo pasa. La vida es pasajera. Lo vemos en el ejemplo del hermano Gerhard Funk. Pero este Dios no es pasajero, es eterno y es nuestra fortaleza. Y que esto sea así es nuestro deseo para ustedes también. Gerhard Funk vivió con esta mente en los últimos años que le conocí más, con la convicción de que, como dice en Efesios 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, a través de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y con esta convicción luchó y entregó su vida al Señor, también luchó por la fe. Y hoy tenemos la certeza de que está con su Señor. Y eso nos consuela. Él tomó esta fe. Agarró esta fortaleza que es Dios. Con su permiso vamos a seguir el programa en alemán. Liebe Katharina oder wir können uns mehr als Tina. Und liebe Kinder, Albert und Bertha, Arvine und Walter, Elmer und Mari, mit euren jeweiligen Familien. Kindern und Großkindern. Also Opa Funk war ja schon Uropa. Werte Freunde und Bekannte, werte Trauergäste, wir bekunden hier von der Gemeinde aus unsere herzliche Anteilnahme und sprechen euch diese Worte aus Psalm 90, Vers 1 zu. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Und zu diesem Herrn können wir immer kommen, jeden Tag und jede Stunde. Und möget ihr dieses erleben, auch durch diese Feier hier heute und auch im Nachhinein, wenn ihr diesen Trauerprozess durchschreitet. Gott, du bist unsere Zuflucht. Heute trauern wir um Bruder Gerhard, um euren Mann, Vater, Opa und Uropa. Gerhard Funk Dörksen. Unser Gott hat euren Vater, euren Ehemann in die himmlische Heimat gerufen. Und er ist diesem Ruf gefolgt. Damit wird sich in eurer Familie eben diese große Lücke auch auftun oder hat sich aufgetan. Und ihr werdet Dinge umorganisieren müssen, jetzt planen, und so weiter. Immer wieder bei Besuchen fiel mir auf, wie Gerhard das Thema der Heilsgewissheit aufgriff und es war ihm wichtig, darüber zu sprechen und zu sehen, wie geht das weiter. Ihm bewegte das. Er wollte und suchte immer wieder, dieses zu thematisieren. Ja, Klarheit, volle Klarheit zu haben, das war ihm wichtig. Er bereitete sich sehr bewusst, wie mir schien, auf diesen Schritt, auf diesen Ruf des Herrn vor. Und Gott hat Gnade geschenkt. Er hatte die Zeit dafür und er hat das getan, was Psalm 90, Vers 1, 2 und 3 und dann nachher lese ich noch Psalm 90, 12 schreibt.
In Vers 1 lesen wir, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Dienstag über Mittag sprach Gott dieses zu eurem Vater. Komm heim, komm wieder heim. Und ihr werdet ihn vermissen, ihr habt ihn geliebt, sehr geschätzt. Er war wie eine Säule in eurer Familie. Doch dieser Psalm hilft uns, den Blick auf Gott zu richten und da Zuflucht auch in dieser Trennungszeit zu finden. Gott ist Festung. Während hier alles vergeht, bleibt er bestehen. Nur dieser Halt ist sicher. Dieser Gott, Vater, wird euch auch beistehen, auch in den nächsten Tagen, Wochen und Jahren. Und weiter lesen wir im Vers 12, im selben Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist die Botschaft, die wir so konkret am Beispiel von Gerhards Leiche jetzt sehen. Das Leben hier auf Erden hat ein Ende und Gott lässt uns bedenken. Gott gibt uns diese Zeit. Gott fordert uns auf, bedenkt das. Plant das mit ein in all den Lebensplanungen, dass es hier zu Ende geht. Daran zu lernen, wie wir unser Leben ausrichten und gestalten, das war ihm bis zum Lebensende sehr wichtig. Und nun, ja, nun gönnen wir ihm die Ruhe. Gerhard darf nun ruhen. Von dieser Ruhe spricht der Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 9 und 10. Es ist aber noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, denn wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, der ruht von seinen Werken, wie Gott von seinen Werken ruhte. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, du bist ewig. Unser Leben hingegen ist kurz und vergänglich. Und du lädst uns ein, mit dir zu gehen. Du willst uns Vater sein. Ein Vater schaut nach seinen Kindern. Er liebt seine Kinder. Er umsorgt sie. Er gibt diesen Kindern Halt und Trost. Nun hast du Gerhard gerufen. Er ist uns vorangegangen zu dir. Doch Vater, es schlägt eine Lücke in unseren Familien und wir bitten, dass du diese Lücke mit deiner tröstenden Gegenwart füllst. Dass die Familie sagen kann, wir verstehen nicht alles, was hier geschieht, aber wir fühlen uns vom himmlischen Vater und durch die Gemeinde getragen und getröstet. Das wirkt wie Balsam in unseren Seelen und das ist uns Kraft jeden Tag. Und Vater im Himmel, danke für das Erlösungswerk deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Nur dadurch haben wir Hoffnung und können wir in dieser engen Gemeinschaft mit dir sein und wahren Trost empfangen. Leite und segne du uns durch diese Feier im Namen Jesu. Amen. Wir hören ein Lied von dieser Gruppe. Wenn ich am Ufer des Jordan stehe, danach hören wir die Predigt von Prediger Richard Funk. Durch die Programmleitung führt Gemeindeleiter Amandus Reimer. Wenn ich am Ufer des Jordans stehe.
Liebe Katharina, liebe Kinder Albert und Bertha, Albini und Walter, Elmar und Mari, liebe Enkel und Urenkel, liebe Familie Funk und Tövs und Angehörige und Freunde von Gerhard Funk, liebe Trauergäste. Es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, euren Ehemann, Opa, Vater, Opa und Uropa in die ewige Heimat abzurufen. Wir sind jetzt hier, um Abschied zu nehmen. Wenn der Tod uns, unsere Lieben, nimmt, dann tut das weh. Und man sehnt sich zurück in die Zeit, als er noch da war. Liebe Trauerversammlung, was kann uns dann trösten in so einer Trauer? Was kann uns lösen aus dem Bann des Schmerzes und aus dem Kreisen der immer gleichen Gedanken, aus diesem Gefühl der Leere? Zu Beginn der Trauerfeier wird uns Sebastian Psalm 103, 1 bis 18 lesen. Bitte schön. Psalm 103, 1 bis 18. Lobt den Herrn. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Der Herr hält Wort. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht, so wie er es versprochen hat. Er weihte Mose in seine Pläne ein und zeigte allen Israeliten, dass er gewaltigen Taten vollbringen kann. Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Schuld und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Mensch ist wie das Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden und niemand weiß, wo sie geblüht hat. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen. Auf seine Zusage können sich auch alle kommenden Generationen berufen, wenn sie sich an seinem Bund halten und seine Gebote befolgen. Danke. Mit einer blühenden Blume vergleicht dieses alte biblische Lied den Menschen. Eine Blume ist schön und sie verwelkt schnell. Mit dem Menschen ist das ähnlich. Selbst wenn er über 80 Jahre alt wird, so schön ein Leben ist, auch wie sehr erfüllt ein Leben sein mag, es erscheint immer nur kurz. Am Ende welkt die Schönheit des Menschen dahin. Die Kräfte des Körpers, des Geistes und der Seele lassen nach. Und am Ende legen wir ihn in ein Grab. Doch das ist nicht alles, was wir über ein Menschenleben sagen können. Wir sind vergänglich, aber Gottes Gnade währt ewig. Im Vertrauen auf Gott gehen wir nicht verloren, wenn wir sterben.
Dieser Psalm war im Leben von Gerhard von großer Bedeutung. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir sollen dem Herrn nicht nur für das danken, was er uns persönlich geschenkt hat. Wir sollen ihn auch loben und danken für das alles, was er in seiner Güte auch an anderen Menschen tut. Nicht nur für uns, sondern wenn ich sehe, dass Gott einem anderen etwas Gutes tut, soll ich Gott dafür danken. Gott hört ganz gewiss auch das Lob unserer Tränen. Die Traurigkeit ist im Grunde genommen vielleicht die dunkle Seite der Dankbarkeit, indem wir so ganz bestimmt sind von dem, was jetzt fehlt, was jetzt so schmerzlich fehlt. Dann sagen wir, ja, was da war, das Leben von Gerhard, das ist uns etwas wert gewesen. Und deshalb sind wir jetzt hier. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schaut einmal auf all das Schöne, das euch miteinander geschenkt war. Eurem Vater war Familie sehr wichtig. Ihr habt viele schöne gemeinsame Stunden erlebt. Gemeinsam Essen mit den Kindern, mit den Enkeln, Familienfeste, Gespräche über Gott, Gespräche über die Welt, über die Wirtschaft. Vielleicht war das die letzte Zeit nicht so gut und schön, wo Gerhards Kräfte in den letzten 2 Jahren doch immer mehr schwanden und merklich, wo er merklich schwächer wurde. Doch es gab gerade auch in dieser Zeit Momente, die kostbar waren für euch als Familie. Momente der Nähe, Momente tiefen Friedens. Ich kenne Gerhard über viele Jahre und habe ihn öfters besucht. Und da war ihm immer die Gemeinde wichtig. Wer denkt an die Gemeinde, Richard? Und er war sich bewusst, dass er ein Teil dieser Gemeinde war. Einer Gemeinde, wo aus Schwache, Starke, Selbstsichere, Zweifler gibt und verschiedene andere Charaktere mehr. Das alles zusammen ist Gemeinde. Und Gerhard war ein Teil, ein Glied dieser Gemeinde. Viele Jahre fanden in ihrem Haus Bibelstunden statt. Und wir sterben und treten dem gegenüber, was der Vers 8 sagt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Den Händen dieses großen Gottes können wir, Bruder Funk, getrost anvertrauen. Wir lassen ihn los und wir dürfen wissen, Gott nennt ihn am Ende mit Ehren an. Was ihm in seinem Leben an Liebe geschenkt war und was er weitergeben konnte, das geht in Ewigkeit nicht verloren. In den Gesprächen zu Hause hat Gerhard immer wieder Bibelverse aufgesagt oder vorgelesen. Zum Beispiel, so wie wir dann unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das war ein Vers, den er oft zitierte. Wir haben gemeinsam gebetet. Auch das Vaterunser hat er immer wieder gebetet. Unter anderem war auch der Psalm 27, Vers 4 ein ganz wichtiges Wort für ihn. Da heißt es, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Kannst du den Gedanken, dass du dich an einem Ort aufhältst, wie es keinen schöneren mehr gibt? Die Bibel macht uns von der ersten bis zur letzten Seite klar, dass sich dieser Ort bei dem befindet, der uns geschaffen hat, beim Schöpfer. Da ist dieser Ort. Dass ich gerne im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, war Gerhard wichtig. Wir sind gewohnt, dass wir alles selber steuern, dass wir alles in der Hand behalten. Aber das läuft nicht alles so, wie wir das wollen.
David wusste darum, dass er seinen Wunsch nicht selbst umsetzen könnte, dieses Psalm 27, Vers 4, sondern dass er das vom Herrn erbeten musste. Dass er Gott darum bitten konnte und musste, in seinem Haus bleiben zu dürfen. Gerhard war sich seiner Schwachheit bewusst. Und ihm war das wichtig, die Dinge zu klären, in der Familie, mit den Mitmenschen. Und besonders in der letzten Zeit, da hat er für seinen Glauben gekämpft. Auch waren ihm Gottesdienste wichtig. Solange er konnte, war er dabei. Dieser Platz hier in der Kirche bleibt nun leer. Die letzten Monate besuchten Funks die Andachten beim Altenheim, bis es auch da nicht mehr ging. Und dann haben sie zu Hause die Andachten gehört. Und ihm lagen auch die Gemeinschaftseinrichtungen immer am Herzen. Sie waren ihm wichtig, dass er sie genießen konnte. Die Pflege im Krankenhaus, dafür war er dankbar. Wenn wir diesen Psalm weiter betrachten, dann finden wir, dass Gott viel für uns getan hat, wofür wir dankbar sein können. Er vergibt uns unsere Sünden, er heilt unsere Krankheiten, er liebt uns. Und alles dieses empfangen wir unverdient. Egal wie schwierig auch unsere Lebensweise sein mag, wir entdecken trotzdem viele Segnungen, die wir schon geschenkt bekommen haben und auch in Zukunft noch erfahren werden, noch Gutes erleben werden. Die Anrede Gottes als Vater ist uns vor allem aus den Worten im Neuen Testament vertraut, an dem Gleichnis von dem liebenden Vater in Lukas 5,10. Es ist uns bekannt, wie dieser Vater Ausschau hielt nach seinem Sohn. Auch das Alte Testament zeigt uns Bilder vom Vater. Die Verse, die Psalm 103, die gelesen wurden, besonders die Verse 13 bis 18. Vers 13 zeigt uns Gott als Vater, der sich seiner Kinder erbarmt. Gott erbarmt sich über die, die ihm Respekt erweisen. Väter fühlen mit ihren Kindern. Und Väter werden gern bereit, die Schmerzen der Kinder auf sich zu nehmen, damit es den Kindern leichter geht, damit es den Kindern besser geht. Wir als Väter sind bereit, für unsere Kinder alles zu tun. Und die Bibel spricht auch davon. In Jesaja sagt es, Gott hat unsere Krankheit und Schmerzen getragen. Gott als Vater trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Und besonders Jesus Christus. Gott erweist seine Milde und Barmherzigkeit den Menschen, die doch nur Staub sind, vergänglich wie eine Blüte einer Feldblume in der Wüste. Zu diesem Vater im Himmel, da betete Gerhard immer wieder das folgende Gebet, das Lara uns jetzt vorliest. Bitte. Das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke. Das Vaterunser war ein sehr wichtiger Bestandteil in seinem Leben. Besonders auf seinem Krankenbett hat er das viel gebetet. Auch am letzten Abend, wo er schon nicht mehr klar definiert sprechen konnte, als ich bei ihm war, dann konnte man seine Worte nicht klar verstehen. Aber er fragte ich, betest du das Vaterunser? Ja. Das Vaterunser-Gebet ist das bekannteste Gebet der Christen. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu uns selbst, und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen wird in diesem Gebet exemplarisch dargestellt. Es ist leider für viele Glaubende leer und inhaltslos geworden. Man spricht dieses Gebet oft auswendig, gedankenlos, ohne großes Nachdenken. Dann hat man wenigstens gebetet. Das ist schade, weil dieses Gebet, das Gebet Christen auf der ganzen Welt verbindet, uns stärken
und formen will. Weiter zu dem Psalm 103 heißt das auch, Gott gedenkt. Gott weiß. Wenn sonst niemand an uns denkt, bei Gott sind wir nicht vergessen. Und wenn keiner mehr da ist, der sich an uns erinnert, Gott erinnert sich immer noch an uns. Gott ist ewig. Und die Verse 15 und 16, da heißt es, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Das, was heute noch in voller Blüte stand, das ist morgen verschwunden und vergessen. Ebenso ist auch die Vergänglichkeit des Menschen. Wir können uns einbilden oder mögen uns einbilden, 70 oder bis 90 Jahre. Das ist doch eine lange Zeit im Leben eines Menschen. Aber im Vergleich zu den tausenden Jahren der Weltgeschichte oder gar der Ewigkeit Gottes ist diese Lebensspanne kaum mehr als das Aufblühen und Verwelken einer Pflanze im Frühling. Wir sind zerbrechlich, wir sind vergänglich, aber Gottes Fürsorge, die währt ewig. Gott hat ein Mitgefühl mit uns, auch heute, und sorgt sich um uns. Wir alle wissen nicht, wie nahe wir dem Tode sind. Und deshalb lasst uns unser Haus bei gesunden Tagen bestellen und die Sachen in Ordnung bringen, bevor das zu spät ist. Das eigentliche Problem liegt darin, dass der Mensch nicht nur Gewissheit haben muss für dieses Leben, sondern gerade auch für das, was nach dem Tod kommt. Das sagt dieses Bibelwort nur zu deutlich. Der Mensch vergeht, muss sterben, so wie Gras verdorrt. Und viele Menschen reden grundsätzlich gar nicht über den Tod. Sie mögen das nicht. Dieser Psalm, der wird auch bei Beerdigungen gelesen. Ich frage mich, ob das nicht viel wichtiger wäre, diesen Psalm, diese Gedanken immer wieder mitten im Leben einmal zu bewegen, zu lesen und uns mit diesen Gedanken beschäftigen. Mitten im Leben, nicht nur auf einem Sterbebett. Wir benötigen mehr als nur einen gesunden Körper. Der Psalmbeter findet seinen Halt in der unvergänglichen Güte Gottes. Das brauchen wir. Gottes unvergängliche Güte. Ja, vielleicht können wir sogar erfahren, dass Gott uns gerade in unserer Traurigkeit nahe ist. Oder wir erleben, wie die Erfahrung von Verlust und Schmerz uns reifen lässt im Glauben. Und danach können wir das Geschenk des Lebens vielleicht mehr Wert beimessen, bewusster, dankbarer leben. So werden wir, was wir schon immer sind bei Gott, Gesegnete des Herrn, wie uns der Psalm sagt. Und dann gibt es da noch eine Antwort, die uns in Jesus Christus begegnet. Ihm, der unser Leben geteilt, der unsere Leiden, unsere Krankheit auf sich genommen hat, bis in den Tod hinein, ihm können wir uns anvertrauen. Alles, was uns zu schaffen macht. Und in der Begegnung mit ihm finden wir uns von Gott angesehen, angenommen, geliebt. Auch mit dem, was uns unser Herz jetzt gerade schwer macht. Und so will er uns den neuen Himmel und die neue Erde eröffnen, wo wir leben können, jetzt und in Ewigkeit. Der Familie Funk und den Angehörigen wünsche ich Gottes reichen Trost und seinen Frieden. Uns allen stelle ich zum Schluss eine Frage. Was soll sich in meinem Leben noch ändern, bevor ich sterbe? Warte damit nicht bis morgen. Queridos parientes y amigos de Gerhard Funk, queridos dolientes, el Señor Todopoderoso sobre la vida y la muerte ha llamado a Gerhard Funk a su hogar eterno. Estamos aquí para decir adiós. ¿Y qué nos puede consolar en este dolor? Al comienzo del funeral, Sebastián ha leído el Salmo 103, los versículos 1 hasta 18. Querida familia de luto, esta vieja canción bíblica compara el hombre con una flor. Una flor es hermosa y se marchita rápidamente. Es similar con los humanos.
incluso si vivimos más de 80 años. Pero eso no es todo lo que podemos decir sobre la vida humana. Somos transitorios, pero la gracia de Dios es para siempre. Este salmo fue de gran importancia en la vida de Gerard. Alaba al Señor, alma mía, y no olvides el bien que ha hecho por ti. El que perdona todos tus pecados y cura todas tus enfermedades, que redime tu vida de la ruina, que te corona de gracia y de misericordia. Podemos confiar confiadamente en la mano Funk, en las manos de este Dios. Lo dejamos ir y podemos estar seguros, Dios lo acepta con honor al final. El amor que le fue dado en vida y lo que pudo transmitir no se perderá en la eternidad. En las conversaciones en casa, Gerhard recitaba repetidamente versículos de la Biblia o los leía en voz alta y también oraba el Padre Nuestro. Un versículo era el Salmo 27:4. Una cosa le pido al Señor y la tendré de buena gana, que pueda habitar en la casa del Señor toda mi vida para contemplar las hermosas adoraciones del Señor y para contemplar su templo. A medida que continuamos estudiando el Salmo, encontramos que Dios ha hecho mucho por nosotros, por lo cual podemos estar agradecidos. Él nos perdonará nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, nos ama, y todo esto recibimos inmerecidamente. Desea a la familia Funk y a sus familiares el más rico consuelo y la paz del Señor. Finalmente les hago a todos una pregunta. ¿Qué más debería cambiar en mi vida antes de morir? No esperes hasta mañana para hacerlo. Amén. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von Bruder Funk. Du hast ihn 82 Jahre lang geführt, geleitet, getragen. In allen Lebenslagen, in guten Lebenslagen, aber auch in den schweren Lebenslagen, in Krankheiten, warst du bei ihm, hast ihn getragen bis heute. Du hast ihn in die himmlische Heimat gerufen. Wir danken dir für das Leben und gönnen ihm die Ruhe. Herr, wir bitten aber nun auch um Trost für die Hinterbliebenen, um deinen Beistand, um Frieden. Dass wir diese Zeit, die uns noch bleibt, an jedem von uns, dass wir diese Zeit bewusst leben. Denn wir sind wie eine Blume, die heute blüht und morgen vergeht. Herr, darin wollest du uns leiten und führen, dass wir unser Leben bewusst leben. Amen.
Nun hören wir den Lebenslauf gebracht von Guido und Marco Funk. Das Lebensverzeichnis von Gerhard Funk Dirksen. Gerhard Funk wurde seinen Eltern Cornelius und Katharina Funk am 1. Juni 1939 in Schöntal geboren. Hier lebte er seine Kindheit und seine Jugendzeit. Opa wurde am 2. Juni 1963 auf seinen Glauben getauft und in die Gemeinde in Schöntal, damals in die Nord-Merno-Gemeinde, aufgenommen. Er lernte im Nachbarsdorf Schönfeld eine Frau, Katharina Töfs, kennen. Es begann eine enge Freundschaft und im Jahre 1965 heirateten sie. Danach haben sie 57 Jahre gemeinsame Ehe geteilt. Einige wichtige Meilensteine, Erlebnisse und Begebenheiten im Leben von Opa, von denen er immer wieder erzählte, waren im Jahre 1963 sein Tauffest. Er erzählte oft von den Fragen und Antworten aus dem Katechismus. Dazu möchte ich sagen, öfter, wenn ich zu Oma und Opa kam, erzählten sie mir, dass sie gerade dabei waren, jetzt in den letzten Jahren, sich gegenseitig die Fragen abzufragen und zu beantworten, um zu sehen, wie gut sie sich noch daran erinnerten. 1961, als er sein erstes Fahrrad kaufen konnte, das war ihm immer sehr wichtig. 1965, ihre Hochzeit und ihre Ansiedlung in Loma Plata. 1983, ein Autounfall, wo er 60 Tage nicht gehen konnte und nachdem er sich dann vornahm, mehr in Mission und Gemeinde zu unterstützen. 1986 und 1987 lebten sie in Yalesanga und machten dort einen Einsatz. Und was ihn auch durch sein ganzes Leben begleitet hat, war seine leidenschaftliche Arbeit in der Tischlerei. Und auch besonders der Brand, der im Jahre 1994 dort geschah. Ein weiteres wichtiges Erlebnis seines Lebens war im Jahre 2001 sein Herzinfarkt, und der ihn einige Schwierigkeiten auch gebracht hat. Ihm war wichtig, die Gemeindearbeit zu unterstützen und das Gemeindeleben zu fördern. Er war immer besorgt, dass die verschiedenen Veränderungen in der Gemeinde zum Wohl der Gemeindearbeit dienen sollten. Als Familie danken wir dem Krankenhauspersonal, alle anderen Begleitpersonen sowie die Gemeindearbeiter, die uns immer in allen Situationen unterstützt haben. Vor 2 Jahren begannen seine Kräfte merklich nachzulassen. Langsam ging er dann dem Ende zu und er nutzte diese Zeit, um besonders viel für Familie und Gemeinde zu beten. Vorige Woche Mittwoch ist Opa gefallen und verletzte sich dabei stark am Kopf. Die letzten 6 Tage hat er im Krankenhaus mit guter Pflege und Begleitung gelitten. Nach einem erfüllten Leben hat es dem Herrn gefallen, am Dienstag, den 1. Februar 2022, unserem Ehemann, Vater, Opa und Uropa Gerhard Funk Dirksen in die ewige Herrlichkeit zu rufen. Wir sind froh, dass er sein Lebensziel erreicht hat. Es trauen um ihn in dankbarer Erinnerung die Ehefrau Katharina Funk, geborene Töfs, die Kinder Albert und Bertha Funk mit Sebastian und Janina und Urgroßkind Trian und mit Jürgen und Janette, Alvine und Walter Penner mit Mark und Letizia sowie Guido und seine Braut Anne, Elmer und Mari mit Lara und Trian. Opa, wir gönnen dir die Ruhe im Herrn. Biografía de Gerardo Funk Dirksen. Gerardo nació a sus padres Cornelius y Katharina Funk el 1 de junio 1939 en la aldea Schöntal. En la misma aldea se quedó y pasó su niñez, adolescencia y juventud. El 2 de junio en 1963 se bautizó nuestro abuelo en la iglesia de su aldea, anunciando de esta forma oficialmente su fe. En el mismo año, Gerardo conoció a una mujer de la aldea vecina, formando una pareja con ella un tiempo, en la cual se casó en 1965. De esta forma, compartieron 57 años de matrimonio.
algunos acontecimientos de nuestro abuelo. 1963, su bautismo. 1961, compró su primera bicicleta. 1965, su casamiento y mudanza a Loma Plata. 1983, accidente muy grave, accidente de tránsito muy grave. Después decidió apoyar más al trabajo en iglesia. 1986 y 87, voluntariado en Yalvezanga junto a su familia. Además, don Gerardo en toda la vida acompañó su trabajo en Mueblería Paraíso. Sobre todo, algo que solía destacar, el fuego que sucedió en el año 1994. 2001, su infarto de miocardio. De ahí, siempre le dio mucha importancia al trabajo que realizan las iglesias menonitas y quería apoyar el crecimiento de este ámbito. La familia agradece al personal de Blanco y la iglesia que han brindado un apoyo incondicional en todas las situaciones. Hace 2 años se notaba con claridad la pérdida de fuerzas en nuestro abuelo. Se acercaba a su fin. Él aprovechaba el tiempo que le quedaba para orar por la familia y por la iglesia. El miércoles pasado, Gerardo se cayó y se lesionó de la cabeza. Sus últimos 6 días de vida los vivió en el hospital con acompañamiento y ayuda adecuada por personal de Blanco. El martes 1 de febrero finalmente falleció. Gerardo, nuestro abuelo, llegó a su meta y en esta presencia de nuestro Dios Creador. Agradecidos por los recuerdos que nos dejó, le recordamos con mucho amor la esposa Catarina Funk, Albert Berta Funk, con familia, Alvine y Walter Panner, con familia, Alma y Mari, con familia. Que en paz descanse, abuelo, esposo, padre y bisabuelo. Danke, das waren Marco und Guido Penner Funk. Dann wollen wir noch Raum geben für Beiträge, freie Beiträge, wenn jemand etwas dieser Familie mitgeben will. Ich lese einen Beitrag, der eingeschickt wurde aus Kanada. Da sagt das, einige Bibelverse wurden mitgegeben. Da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Nach Lukas 2, Vers 28, 29 und 30. Und dann in Kolosser 3, Vers 2 bis 4 lesen wir: Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Denn wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Herzliches Beileid an Tina und an die ganze Familie. Von Geschwistern Steinbach, Manitoba, Kanada, Heinrich und Helena Funk, David und Lena Funk, Ben und Helen Funk. Dann geben wir Raum für Beiträge. Ja. David, kannst du bis hier kommen? Eva Transstakomission, komme von Ronald und Eugenia Galliano und Pedro Juan Caballero.
mit Elisa und Erika, ihre Dächter, und auch die Lideres Indigenas von Campo Flor erinnern sich, haben Gebet für Jintos Familie und bestahle Grüße von herzlicher Anteilnahme. Auch Gott Jint redlich sehen und der ich traue. Dankeschön. Danke, David Arev, Wort für Transcha-Kommission Orbert. Andere? Gut, dann hören wir ein Lied von dieser Gruppe oder diesem Chor. Es strahlt uns von ferne ein Land. Freund, wir ziehen ins Heimatland. Wunderbar, diese einladende Botschaft mitzuziehen. Und nur noch einige Informationen. Anschließend wird Familie Funk sich von ihrem
Ehemann, Vater, Opa und Uropa verabschieden hier drinnen. Später fahren wir dann zum Friedhof, wo die Leiche dann dem Schoße der Erde übergeben wird, und wir laden ein, auch dabei zu sein. Und nun folgt die Leichenschau. Wir werden von der rechten Seite uns an dieser Seite vorbeigehen, uns orientieren, und von der linken Seite, von meiner Seite gesehen, ihr kommt den mittleren Gang entlang und geht da rechts am Sarg vorbei. Bevor wir das machen, neigen wir noch unser Haupt zum abschließenden Gebet hier. Vater im Himmel, wir danken für das Leben von Gerhard Funk. Wir danken, dass du ihn gesegnet hast, gesegnet mit geistlichen Gaben und auch gesegnet mit diesem himmlischen Heimrufen, und dass er zur Ruhe kommen kann. Und Vater im Himmel, wir bitten, dass du mit uns gehst auch weiter. In Jesu Namen, Amen. Dann nun die Leichenschau. Ihr seht das, der Chor bereitet sich vor. Er wird während wir hier vorbeigehen, singen. Jesus.
Liebe Familie Funk und Familie Töfs, nun sind wir hier und feiern. Wir feiern nicht das Ende des Lebens, sondern den Sieg über den Tod und das volle Leben, das Leben in Fülle. Und dazu lese ich die Verse aus 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Da sagt das: Ich aber habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Gerhard hat gekämpft. Er hat viel gekämpft. Er hat schon fast von den Ansiedlungsjahren oder von fast Anfang an mitgewirkt und gearbeitet, zielstrebig gearbeitet und gekämpft und sich auch für die Gesellschaft eingesetzt. Und zusammen mit seiner Frau Tina hat er eine gesegnete Familie vorgestanden. Gerhard hat ein großes Unternehmen aufgebaut. In den letzten Jahren haben wir viel darüber nachgedacht, wie kann es auch weitergehen? Weitergehen, Pflegeheim, Altenviertel, wie soll es weitergehen? Und immer wieder haben wir darüber gesprochen. Mir wird immer in Erinnerung bleiben, dass er immer wieder anrief und sagt: Onkel Rema, wir datet in der Gemeinde. Und das war ihm ein großes Anliegen, dass es in der Gemeinde läuft, und hat damit seine aktive Unterstützung auch immer wieder gezeigt und bekundet. Gerhard hat gekämpft. Er hat um den Glauben gekämpft und den Lauf vollendet. Als wir darüber sprachen, glaubst du an Jesus, hat er dieses sehr klar bezeugt. Daran hat er festgehalten bis zum Schluss. Und nun liegt die Krone für ihn bereit, die der König, der wahre König, allen seinen Kindern gibt, die im Glauben das Erlösungswerk Jesu angenommen haben. Obwohl wir hier die Leiche von Gerhard sehen, haben wir die Hoffnung, dass er lebt und dass er nun in Ewigkeit lebt bei seinem Herrn. Und liebe Familie Funk, nun müssen wir Abschied nehmen von der Leiche eures geliebten Vaters. Gott selbst, unser Schöpfer, der sagt in 1. Mose 3, Vers 19, denn du bist von der Erde genommen und sollst wie der Erde werden. So soll es sein, bis Jesus wiederkommt, bei seinem zweiten Kommen. So lange wird das so sein. Darum wollen wir diese Leiche nun dem Schoße der Erde übergeben. Wir beten noch vorher. Gott, danke für Gerhard und für seine Familie. Danke für sein Leben und dass du auch irgendwann sagst: Komm heim. Gerhard hatte ein beträchtliches Alter erreicht und wir danken, dass er heimgehen konnte. Wir danken dafür, Jesus, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, dass dieser Tod nicht definitiv auch über sein Leben steht, sondern dass wir in Ewigkeit bei dir leben. Jesus, du hast den Tod besiegt und damit dürfen wir als deine Kinder durchdringen zum wahren Leben. Wir danken, dass dein Reich kommt. Und Vater im Himmel, nun beten wir, dass du mit Familie Funk bist, die ihren Ehemann, Vater, Opa und Uropa jetzt loslassen. Sei du dieser Familie Trost und Hoffnung. Amen. Dann geben wir euch Zeit, Raum, um euch das letzte Geleit zu geben und euren Vater zu verabschieden.
Und dann werden wir den Sarg runterlassen.
Wir neigen unser Haupt zu einem letzten Gebet. Vater, so wie die Blumen blühen und glänzen hier, so ist unser Leben, haben wir gelesen und gehört. Und wir danken, Vater im Himmel, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Und das tun wir jetzt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben Abschied genommen, wir haben uns gelöst von Gerhard, aber wir vergessen nicht all das Gute, das du an uns, an Familie Funk getan hast durch sein Leben. Und wir danken dir dafür. Und nun bitten wir, Vater im Himmel, schenk den Trost und deinen Beistand. So wie wir lesen in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Danke dafür, Gott. In Jesu Namen. Amen. Gott stehe uns bei und tröste.